Ja, hier ist echt doof, ne? Ich weiß auch gar nicht genau, wie lange es braucht, bis die nachspawnen. Also, wir haben jetzt die eine Nacht dort. Ich glaube, die brauchen 48 Stunden, also Ingame-Stunden. Also halt, ne, nach dem zweiten Tag sollten die, glaube ich, refreshed sein. Ich kann gleich mal kurz recherchieren, wie das ist. Weil das müsste dann ja immer nach 40 Minuten sein, ne? Ein Tag geht, glaube ich, 20 Minuten oder eine halbe Stunde. Ich weiß nicht genau. Irgendwie so in dem Dreh. Ich dachte, du bist ein Ballerprofi. Tut mir leid, ich kenn mich nicht mit jedem einzelnen Detail in diesem Spiel aus. So. Oh, scheiße, den habe ich nicht gesehen. Da war aber nur einer mit einem Stern. Hätte der jetzt zwei Sterne gehabt, hätte ich mich geärgert. Aber gut. Aber was war denn gerade mit unserem Energieschild? Ist da gerade der Timer abgelaufen oder hat der das... Ne, der hat das Schild gerade zerstört, ne? Der Bogenschütze. Und der Sterne-Askwin kam von hinten und hat mich mit einem Haps weggeballert. Dreist. Na gut. Der Punkt geht an dich, Askwin. Nächste Nacht, ne? Keine Ahnung. Also schon klar, jetzt ist die Nacht, glaube ich, zu weit fortgeschritten. Ist aber auch gar nicht weiter wild. Dann probieren wir es halt nächste Nacht nochmal. Weil ich will das diese Aufnahme ganz gerne schaffen. Bin ich ehrlich. So. Ich glaube, das sollte passen. Und dann holen wir unseren Stuff zurück. Ich versuch's nackt. Auch wenn es vielleicht nicht clever ist, ich mach's trotzdem. So, runter zu dem ersten Portal. Autsch! Das hat viel getan. So, hier rein. Ist allerdings auch gut möglich, dass der Askwin hier noch irgendwo in der Nähe ist, ne? Fällt mir gerade ein. Shit, Alter, man sieht nichts. Ich habe keine Ahnung, wo die Treppe ist. Ich muss da lang, ne? Dann da lang. So geht's auch. Und hier runter. Und jetzt hin. Schnell, bevor der Askwin kommt. Ah gut, es ist sowieso Tag. Weil der Stern... Huch! Oh. Weil er einen Stern hatte, ist er ja sowieso despawned dann, ne? Also, alles gut. Und da war unsere Leiche. Da laufe ich immer hin. Oh, Moment. So, Entschuldigung. Eben gerade flog hier ein Flugzeug lang. Da habe ich das Fenster geschlossen. Dann ist der Hall immer etwas seltsam. Aber jetzt soll es wieder gut sein. Warte mal, ich schmeiß das mal weg. 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 Alles nehmen. Schnell die Klamotten an, bevor irgendein Vieh kommt. Und es kommt irgendein Vieh. Natürlich. Das ist auch der, der uns umgebracht hat, ne? Ich stelle mich mal hinter den Baum. Energieschild. Da kommt er auch sogar an. Das ist aber nett. Geht er in Nahkampf, ja? Das war ja nicht so clever. Gut. Aber hier war Ascheholz. Das will ich mitnehmen anstatt Knochen. Und hier war Kohle, Holzkohleharz. Das will ich mitnehmen anstatt ein Auge. Ein Auge? Wo habe ich denn Säuglingskern und Auge? Hä? Keine Ahnung. Gut, wie auch immer. Wir gehen mal hier lang und ja. Theoretisch müsste ich jetzt die Askwins alle entfernen, aber... Da war ja nur dieser eine mit dem Stern eigentlich. Kann ich das auch noch mitnehmen? Ja, anstatt Schwefel. Also, die Pilze sind deutlich wertvoller. Und genauso, wenn ich finde, natürlich auch das Kraut. Wie heißt es noch gleich? Ihr wisst schon. Straußenfahren, meine ich. Oh. Hä, warum spawnen das nicht nach? Braucht das noch? Wahrscheinlich. Boah, sind die viele Pilze. Dafür ist der Spot immer noch Bombe, ne? Finde ich. So. Und, ja, dann gehen wir mal zurück. Und ich glaube, ich würde tatsächlich das Portal, was hier ist, das, was hierher führt, doch wieder mit in unser Portalraum nehmen. Dass wir das einfacher switchen können. Und am liebsten würde ich eigentlich auch unser Ashland-Portal selbst als Spot nehmen. Aber geht ja nicht. Weil das ist zu weit unten. Und wenn wir nach unten buddeln, ein Loch für ein Askwin buddeln, dann, ja, ist da Wasser. Und da drin wird man gekocht. Gut, wie auch immer. So, das hier kopiere ich mal. Und reiße es ab. So,
Und dann nehme ich das mit hoch. So. Und hindurch. Sehr gut. Und dann baue ich das Ding einfach hier neben. Komm. Ist ja nur übergangsweise, bis wir den Aspen endlich haben. Oh. Ich habe den Stuff da liegen lassen. Egal, der despawnt ja nicht. Ich, natürlich war er komplett überladen. Da schmeiße ich mal das alles weg. Das, das, das. Die brauche ich gleich, bis auf den. Weg, 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 weg. Dann 20 Edelholz und 10 Augen. So viel Zeit muss sein. Dann haben wir uns nämlich direkt 2 Spots vorbereitet. Dann geht das vielleicht ein bisschen schneller. Also, was heißt vielleicht? Es geht schneller. Natürlich geht es das. So, 10 Augen noch bitte. Dankeschön. 9. So, jetzt. Dann bauen wir das Portal dahin. Und hätten das dann auch erledigt. Sehr gut. So. Zack. Und einfügen. Und ich weiß nicht, soll ich die Sachen einfach mal direkt im Inventar behalten? Kann ja eigentlich nicht schaden, ne? Wenn ich so drüber nachdenke. Und das ist außerdem auch die letzte Suchersülze, die wir haben, ne? Hm. Ich könnte noch ein paar von diesen Shakes machen. Prickelnder Pilzshake. Ich habe aber absolut gar keinen Plan mehr, was wir dafür brauchten. Ich schau mal fix. Der war, glaube ich, recht weit unten. Da ist er doch. Harz, Trauben, die 9 Pilze und die blauen Pilze. Gut. Da laufe ich direkt erstmal zur Pilzkiste. So. Die blauen, die 9. Dann die Trauben. Und Harz. Ja, da könnte es am ehesten dran scheitern. Shit. Ich gehe mal kurz in die Nebellande Base und hole nochmal Harz. Einfach damit wir da ein bisschen mehr raus craften können. So. Hör damit. Hör damit. Und damit ebenfalls. Und tschüss. Hervorragend. Dann ab in die Küche und den ganzen Krempel gecraftet. So. Run, run, run. Das Holz ist ja immer noch am Brennen. Sehr gut. Kann aber sein, dass es gleich aufhört, ne? Hm. Wir haben recht ähnliche Zutaten, ne? Einziger Unterschied ist das. Ja, doch. Schon sehr ähnlich. Beides das. Nee. Hä? Strauße, fahren wir zu denen. Ja, okay. Ich habe mich gerade schon gewundert, hä? Gut. Da war ich gerade ein bisschen Brain AFK. Warte mal, Harz brauchen wir am meisten, ne? Das heißt, soll ich einfach sämtliches Harz verbrauchen, das wir haben? Wir brauchen es momentan für nichts anderes. Also die andere Magienahrung haben wir noch ein bisschen. Die braucht das ja auch, ne? Aber davon haben wir noch. Deswegen mache ich hier erstmal volle Karacho. Vor allem, jetzt brauchen wir mal 3. Nee, sogar 4 Harz. Das ist natürlich eine Menge. Gut. Aber was soll's? Wir brauchen es nun mal. Und wir kriegen es ja auch en masse nach, ne? So. So. Und so. Und das war's. Sehr gut. Haben wir das auch. Und dann schmeißen wir das selbstverständlich vorsorglich hier rein. So. Und den restlichen Krempel sortiere ich wieder ein, die Pilze. Halt. So und so. Und schon sind diese Rauchwölkchen wieder weg. Super. Gut, Magie. Ach ja, so rein. Gut, und ja, die Sachen für die Jagd, für die Aspenjagd behalte ich direkt im Inventar. Wir haben jetzt an beiden Spots ja schon das Loch vorbereitet. Also brauche ich das hier eigentlich gar nicht mehr, ne? Ich könnte theoretisch noch ein drittes Portal holen. Ich glaube, das ist okay. Ich glaube, das geht. So, wie spät haben wir es? Morgens. Ja. Früh morgens. Beeren stehen an. Das steht an. Und natürlich Erkunden steht an. Also in unserem Reiseportal. Da könnten wir vielleicht erstmal ein bisschen weitermachen. Hö, da bin ich gestorben? Ach ja, na klar. Da, als ich die Dinge runtergefallen bin. Gut, sprechen wir nicht drüber, ne? Und ich mach mal so. Weil wir haben ja gut gegessen, wir haben alle Tränke, wir sind gut ausgeruht. Hindurch. So, hier sind wir. Stimmt.
Hier hatten wir letztens was ausgeräuchert und ich habe mich entschieden, hier aufzuhören, ne? Dass das hier nicht mehr mit dazu zählt, weil ich kann mir gut vorstellen, das gehört auch noch da alles mit dazu. Oh, das gehört sowieso zur Sumpfbase. Gut, dann machen wir das, wenn wir die Sumpfbase erkunden. Aber ich weiß nicht, also es ist, glaube ich, so viel zu erkunden, ne? Da, keine Ahnung. Das ist eigentlich auch eine Never-Ending-Story, die ich mir hier aufgehalst habe, bin ich ehrlich. Also ich glaube nicht, dass wir da alle tatsächlich bis zum Ende hindurch erkunden können. Ist dann doch ein bisschen zu hoch geschätzt. Aber gut, wie auch immer. Vielleicht sollte ich mal meine Schwade mitnehmen, ich Narr. Hä? Und vor allem das Holz. Ich Doppelnarr. Bin ich denn des Wahnsinns? Ab nach oben. Hier, beziehungsweise das. So. Und dann schmeiße ich den Müll mal weg. Weil das brauche ich alles nicht. Das hier brauche ich. Das brauche ich. Und den. Und das ist alles Müll. So. Und dann erkunden wir mal weiter. Ja, da wollte ich gerade auf die Spitze gehen. Halt. Nicht weiter erkunden. Ich wollte mir eine Schwade holen. Und hier wollte ich außerdem auf die Spitze gehen, um das da zu erkunden. Das mache ich mal, weil hier oben fühle ich mich auch recht sicher. Na komm! Oh. Gut, hier kann ich immerhin stehen. Gut, dann hier hoch. Ah, hier ist ein Stein. Ein großer Stein im Weg. Gut. So, kann ich hier mal kurz so. Und die Schwade holen. Das wäre sehr nett. Gut. Und hindurch. Huch. So. So, ja, das war jetzt natürlich nicht so clever. Aber gut. So, angezogen und nach oben. Und theoretisch könnte ich sogar die Lampe anmachen. Mache ich auch. Weil in den Mistlands ist es ja doch dann ein wenig seichter. So, halt, nicht runterrutschen bitte. Portal weg. Den ganzen Loot auf jeden Fall. Habe ich alles. Jo. Workbench. Das Holz bitte. So. Sehr gut. Das packe ich mal so, so und hier hin. Damit hier sich das, was wir nicht brauchen, einsortiert. Gut. Und dann waren wir hier jetzt schon recht weit an der Spitze. So, das reicht dann erkundet, ne? Ich gehe nochmal so. Sehr gut. Ja, dann können wir nach da so. Oder I say, vielleicht erstmal wieder an der Küste halten, damit wir abgrenzen können, wie groß das Gebiet insgesamt ist. Und dann gehen wir wieder durchs Innere. Aber natürlich Augen offen halten. Hier haben wir außerdem zwei Wurzeln. Ist hier vielleicht irgendwo eine dritte? Nee. Nee. Na gut. Ja, die Pilze, habe ich gerade überlegt, könnten wir auch mitnehmen, aber da wir sie anbauen können, finde ich es irgendwie wasted, ne? Also es ist dann so Platzverschwendung in unserem Inventar. Deswegen lasse ich das mal bleiben. Oh, ein Zwerg. Eine Zwergin. Nordling. Zwergin. Soll das eine Beleidigung sein? Selber Nordling. Warum sagt sie Nordling? Sie ist doch selber aus dem Norden, oder nicht? Sind Zwerge nicht auch aus dem Norden? Sollen das? So. Ab nach oben. Schön die Augen offen halten. Nach Zwergencamps und natürlich nach Schädeln. Die lasse ich mir nicht entgehen, wenn wir welche finden. Oh. Fast im Wasser gelandet. So, hier hoch. Na komm, ums Eck. Hm, das wird schwer, aber ich glaube, das kriege ich hin. Oder ich gehe hier lang. Na komm, na komm, na komm. So. Sehr gut. Und ich glaube, wir sind gleich einmal rum, ne? Oh, was ist das denn? Ach, das sind Felsen. Ich dachte gerade, das wäre was Gebautes. Sieht immer alles so ein bisschen so aus wie ein Hybrid, ne? Als ob das mal gebaut wurde und dann in sich zusammengefallen ist. Oh, das sieht auch so geil aus. Voll Hammer, ey. Nebellande sind schon schön. Wenn dieser Nebel nicht wäre. Einem die Sicht versperrt. Ich höre Viechers. Ich weiß aber nicht, was für welche. Ich glaube, ein Soldat. Da unten, ne? Ja. Oh, mit Stern, der Herr. Gut, komm. So von allen Seiten verprügelt. Und noch ein.
Oh, der ist so weit weg. So, noch einen vierten. Und da noch einen fünften hin. Gut. So geht's auch. Gott sei Dank hat er nicht fliegen. So, vielleicht helfe ich mal mit ein bisschen Frost da. Und tschüss. Ja, und sein Loot, ganz ehrlich, den kann er behalten. Ne? Also sowohl das Sucherfleisch brauchen wir nicht. Da haben wir so viel von über. Und diese Chitinplatten erst recht nicht. Also ich glaube, davon braucht man die auch nur für diese Rüstung, / Schilde. Und das war's dann, ne? Also, es gibt ja keine andere Funktion für das Item, glaube ich. So, wir sind einmal rum, ne? Ich guck mal kurz. Huch! Laggedy lag, weil er speichert. Wir sind fast einmal rum. Hier fehlt noch ein Stück. Aber das würde ich erstmal noch zu Ende erkunden, ne? Komm. Ja, warum speichert er denn jetzt? Ach, weil ich die Nacht durchgearbeitet habe. Stimmt. Ich war ja nicht schlafen. Na klar, speichert er denn jetzt. Wird wahrscheinlich gleich ablenken oder hat es gerade schon? War es das schon? Ich glaube, es ist immer nur dann extrem laggy, wenn er in unserer Base speichert. Kann das sein? Weil da ein bisschen zu viele Items auf einmal sind? Ich glaube ja. Weil eben gerade hat es zwar auch gelaggt, aber bei weitem ja nicht so schlimm wie bei uns in der Base. Ich warte mal kurz, bis die Ausdauer aufgeladen ist. Halt. Hier hoch. So. Und ich gehe mal ein bisschen weiter ins Innere, um großräumiger zu erkunden. Na komm schon, irgendwelche Schädels? Nüscht. Na gut, dann hier nochmal hoch. Das ist die Base, die... Nee, das ist unerkundet. Das ist nicht die Base, die wir gesehen hatten. Gut. Und da hier blaue Dinger dran sind, werden hier auch Zwerge wohnen. Ja, ich habe schon jemanden schießen hören. Jo, da klopft schon jemand an die Tür. Oh Mann, wir haben Zwerge. Und machen sich hier übelst die Mühe, das hier so aufzubauen und zu restaurieren. Machen es sogar so hübsch. Und dann kommt einfach so ein Soldat und haut einmal gegen, alles ist kaputt. So, soll ich hier mal einen Troll reinschmeißen? Ja, ne? Achso, ja, warte, der wird da abgelenkt. War es das hier schon? Echt jetzt? Sind hier unten noch Zwerge? Ja, ein Frostmagier und ein Feuermagier. Kommt ihr mal hoch, bitte? Hier lang? Ach, weil er da ist, wollen sie in seine Nähe gehen. Da muss ich ihn kurz weglocken, glaube ich. Oder ich mache hier unten einen Troll rein. Das ging ja auch. Oh oh. Okay, sehr gut. Wo ist er denn? Ach da, gut. Das hat ja semi gut funktioniert. Ach, Entschuldigung. Stimmt, ich kann ihn so rauslocken. Pass auf, pass auf. Ich nehme den... Oh, Energieschild. Ich nehme den Supersoldaten. Nehme ich mal die Aggro auf mich hier. Komm her, hier, hier, hier. Hier lang, nein! Oh. Achso. Ja, das geht natürlich auch. Ja, weil so kommen die ja nicht raus. Ich wollte sie gerade drum herum locken. Aber so wird das nichts, ne? Soll ich noch einen Troll raufschmeißen? Aber der Troll wird ja, glaube ich, nicht unten landen. So oder so nicht. Na komm, Alter, ich helfe dir mal mit. So. Dann hätten wir den nämlich schon mal erledigt. Dann mache ich die halt mit Feuerbällen platt. Weil die sind ja auch unten. Und deswegen kann ich immer in Deckung gehen. Zumindest hoffe ich das. Oh, es wird allmählich dunkel. Ich sollte mich beeilen. Weil wegen Asquin jagt. So kommen sie raus, oder? So, komm mal hierher. Huch, oh, hat mich getroffen. So, hier lang. Hier bin ich.
Hier. Hier lang. Oh, ich glaube, er hat die Treppe zerstört. Dann kommen die sowieso nicht mehr hoch. Ja, nee. Lassen sich immer ablenken. Dir wird nicht gefallen. Was passiert, wenn das normal macht? Hey, Vorsicht damit. Hä? Was habe ich denn gemacht? Sind die jetzt sauer auf mich? Was habe ich denn gemacht? Ich habe doch gar nichts angegriffen. Doch, die sind sauer auf mich. Oh oh. Ich mache hier mal kurz ein Portal. Ich weiß, das ist voll unsafe. Ich mache es trotzdem. Schnell. Ach, welcher Stein? Na los! Dann hier hinten halt. Schienes, Portal. Schnell, es wird dunkel. Und durch. Go. So, wir bringen schon mal schnell den Loot weg und dann laufe ich ganz schnell nach oben, um mich gut auszuruhen. Das alles weg, so. Das. Und wir haben das Kraut, wir haben das Ding. Ich setze die Kapuze auf und ich habe mich außerdem eben gerade informiert, wie das mit dem Spawnverhalten ist. Also, es gibt wohl gar nicht vordefinierte Punkte, wo die spawnen werden, sondern es wird einfach immer, egal wo ich bin, geguckt, ob in der Nähe... Also, es wird in meiner Nähe gespawnt, Punkt. Und zwar in einem regelmäßigen Intervall. Und es gibt also nicht einen Spot, wo zum Beispiel 3 Askwins waren und wir kommen später wieder und da werden wieder 3 Askwins sein. So dachte ich. Und ich glaube, so war es auch mal. Nachtmusik. Ich glaube, so war es auch mal. Aber das... Keine Ahnung. Jetzt ist es auf jeden Fall nicht mehr so. Keine Ahnung. Vielleicht habe ich auch die ganze Zeit es falsch gedacht. Also können wir ruhig auch wieder in unser altes Portal gehen. Ist völlig egal, wo wir hingehen. Hauptsache, wir gehen regelmäßig nachts in Ashlands. Das ist alles, was es braucht. Aber da wir letzte Nacht da waren, gehe ich diese Nacht hier hin. So. Und diesmal sind wir ein bisschen vorsichtiger vielleicht. Energieschild sehe ich gerade. So. Und hier ist nur so einer. Ich gucke direkt jetzt schon nach Askwins. Hier hinten waren doch welche. Aber wie ich ja gerade schon meinte, ist das wohl scheinbar egal. Ich will trotzdem gucken. Nicht ehrlich. Weil hier ist auch so eine schöne freie Fläche. Ich weiß, hier sind wir zwar gestorben, weil er mich in die Lava gekickt hat. Aber ich hoffe einfach mal, dass das nicht wieder passiert. Hier ist Askwins Stuff, ne? Ja, damit. Außer Grausten, das brauche ich nicht. So, Augen offen halten. Ich mache mal das Licht aus. Das nervt doch gerade. Auch wenn es ein bisschen Licht spendet, theoretisch, ne? So, da haben wir einen von denen. Da ist ein Morgan. Ich glaube, da ist Askwin-Stuff. Das hole ich mal kurz. Da ist ein Askwin. Normaler nur. Der kommt zu mir. Sehr gut. Ich baller mir mal sämtliches Food. Sehe ich gerade. So. Oh, da ist er schon. Oh oh. Nein. Nicht jetzt schon. Huiuiui. Oh, da kommt noch ein Bogenschütze. Ich jump mal hier oben auf die Felsen. So. Und 7. Und hier hoch. Und Energieschild. Und Askwin, aufpassen. Hui! Das war aber knapp. Und ich muss die hier mal killen, ne? Und der Morgen kommt auch noch. Ich hau ab. Ich gehe mal da oben auf meinen Felsen. So. Ausdauer. Und hoch hier. Nein. Hui! So. Den Askwin mache ich schon mal down. Weil der macht mir am meisten Angst. So. Dann ein paar Wurzeln runter. Und noch eine. Und ich hau mal ab. Und fülle mein Energieschild wieder auf. Hui! So. Und noch ein paar Wurzeln. Ich gehe mal hier hin, damit er auch hierher kommt. Aber nicht, ne? Ja gut, da verprügel ich dich halt da.
So, und einen Feuerball kriegst du auch noch ab, damit du brennst. Gut. Und der Askwinder, den bringe ich mal um. Huch. Immer noch der Bogenschütze, Alter. Der will's echt wissen, ne? Sag mal. Erstmal der Morgen. So. Und das er. Stirb! Sehr gut.